Wir schauen mal, wie man den Zustand der Gleichgültigkeit kriegt. Das ist also im Alltag ist eigentlich nur verbunden mit der Fähigkeit, wertfrei zu beobachten. Also ich kann immer nur sagen, es geht weit hier über diese normale Beobachtung, diese Stille, das Positivdenken habe ich im letzten Selbstgespräch angesprochen. Das Prinzip ist ganz simpel. Wenn ich weiß, dass was in mir auftaucht, dass egal was ich zu sehen bekomme, dass das meine Information ist. Und ich betone nochmal, das gilt sogar für einen tiefgläubigen Materialisten. Dir sollte klar sein, dass du Geist mit materialistischen Logik, mit einem materialistischen Interpretationsprogramm prinzipiell erst was wahrnehmen kann, wenn es sich in deiner jetzigen Logik in deinem Gehirn befindet, mit dem du dich noch verwechselst. Ich rede jetzt bewusst zu einem Materialisten, wobei ich immer jetzt nicht zum Materialisten rede, sondern zu dem Geist, der in sich noch ein materialistisch-chronologisches Programm laufen hat, ein Zwangsprogramm. Das gilt auch für jeden religiösen Menschen und für jeden Esoteriker in seinem Alltag. Jeder religiöse Mensch, egal welcher Religion oder welcher Sekte er anhängt, der glaubt, er ist ein sterbliches Säugetier, das in der Vergangenheit von seiner Mutter geboren wurde. Da kann man noch mal so viel sagen, wir sind ja nur Geist, wir sind ja spirituell. Ich rede in seinem klassischen Alltagsbewusstsein, das ich mir jetzt ausdenke und zwangsläufig für ihn erschaffe. Als Erster. In meinem Traum. Und jetzt ist es also so, dass wenn wir jetzt reduzieren, wir wissen zwar, dass jede Erscheinung zuerst einmal 16 Seiten hat, die man nachvollziehen kann, wenn man es kann, aber ich gehe mal nur von dem klassischen Begriff der Gedankenwelle aus und wir wissen, eine Gedankenwelle ist ein Kegel. KGL auf Hebräisch geschrieben, hebraisiert, KGL, Kaf Gimel Lamed heißt die Welle. Das gilt dann auch für eine Kugel, ist dieselbe Konsonante radix, schreibt sich mit hebräischen Schriftzeichen genauso. Das heißt, wenn jetzt irgendwas in dir auftaucht, wirst du in der Selbstbeobachtung, in der absolut wertfreien Selbstbeobachtung erkennen, dass dein Programm, ich nenne das das Reaktionssystem deines Programms, da sind wir ja drauf eingegangen, immer Reizauslöser, Reaktion. Reizauslöser und Reaktion ist praktisch schon einmal zwei Seiten. Du wirst zwangsläufig immer reagieren. Das geht schon los, wenn du mal wirklich nur schaust, was in deinem Kopf abgeht. In dir taucht meinetwegen ein neuer Blickwinkel auf. Und du siehst einen Sonnenuntergang und sagst, ist der schön. Das ist eine Wertung. Das kriegst du gar nicht mit. Das muss nicht einmal in Worten gedacht werden. Das ist ein Gefühl, das du aufbaust. Dieses Gefühl von Schönheit. Ich drücke jetzt das mit Worten aus. Ist das schön? Oder manchmal schaust du was an und da hast du ein Grausen in dir drin. Dass du das hässlich empfindest. Das sind schon ganz feine Informationen. Du kannst ihnen jetzt einen Namen geben, dass du da Worte dazu dir denkst, die du ja auch beobachten kannst, deine Gedankenstimme. Aber worum es mir jetzt geht, der wertfreie Beobachter, der einfach schaut, ich sage, du musst den Fokus, dein Bewusstsein so weit erheben, und zwar jeden Moment, wo du erlebst, dass du dein Reaktions- und Wertesystem beobachtest, was du denkst, wie du reagierst, was in dir auftaucht, dass ich immer wieder sage, dann wird dir das irgendwann nochmal klar. Es sind ständig wechselnde Bilder im Hier und Jetzt. Und was ich jetzt sage, erkläre ich dem Geist, der sich dieses Gespräch ausdenkt. Es ist ein ständiger Wechsel und jeder Moment, jedes Wort, das ich jetzt spreche, spreche ich jetzt. Da gibt es kein Vorher und kein Nachher. Wenn du dir jetzt denkst, ja, die Aufnahme hat ja vor so und so vielen Minuten begonnen oder diese Wiedergabe, das denkst du auch jetzt. Einfach die Bücherregalmetapher verstehen. Und du musst den Fokus so verlagern, dass du nichts verändern willst an dem, was du siehst, sondern dich nur darauf konzentrierst, was für Reizauslöser da sind und wie du darauf reagierst. Mein wunderschönes Klingelingeling-Beispiel erkläre ich nicht nochmal, aber was mir jetzt wichtig ist, und jetzt kommt diese Sehne, das habe ich im letzten Selbstgespräch angesprochen, das ist das Positivdenken. Man reagiert, dass man negativ, ich merke, dass ich negativ reagiere. Der, der das merkt, das ist schon mal ein wirklicher Ansatz von Geist, von Bewusstsein, dass ich merke, dass ich jetzt schlecht drauf bin, dass ich mich über was aufrege. Da muss es dann mal da sein, der das merkt. Aber jetzt kommt das große Spiel mit dem blinden Arschloch. Und auch hier das tausende Mal, ich habe euch erklärt, jeder Beobachter, der etwas beobachtet, egal in welche, ich sage mal, Bewusstseinsebene wir uns denn jetzt hindenken und Bewusstseinsebenen oder Bewusstseinsstufen, da gibt es auch Schriften in Holofeeling, sind schon alle ein Blödsinn. Es gibt bloß ein Bewusstsein. Und es geht immer mehr in die Vergessenheit.
Das, was jetzt die Stufen ausmacht, ist die Stufen der Vergessenheit des Bewusstseins. Aber sobald Bewusstsein in die Vergessenheit geht, ist es eigentlich schon kein Bewusstsein mehr. Dann wird es schon zu einem ausgedachten Bewusstsein. Das heißt, genau aufpassen. Wenn ich jetzt in Holofeeling, gibt es auch eine Schrift über 7 Bewusstseinsstufen. Ja. Aber da ist nur die allererste ist Bewusstsein. Und alle anderen sind Facetten aus diesem Bewusstsein. Weil Bewusstsein ja etwas ist, was nicht gedacht werden kann. Das ist dann auch nur rot geschrieben. Und das andere sind Vergessenheitsstufen in einer gewissen Verwechslung. Ich kann ja nicht Bewusstsein, etwas Bewusstsein reden, das sich mit einem Körper verwechselt oder mit einem Menschen, das heißt mit einem Programm verwechselt. Wo ich ja immer wieder sage, wo deine Menschheit eigentlich gar nicht irgendwas weiß davon. Keiner wird auf die Idee kommen, dass ich sage, ein Mensch ist eigentlich nur ein Programm. Ein Menschenleben, das Programm, das dieses Menschenleben aufschmeißt. Und zu dem Menschen gehört alles, was der Mensch sich ausdenkt. Das heißt, zu dem Programm gehört alles, was aus dem Programm auftaucht an Informationen. Aber ich komme zu dieser Beobachtung zurück, dass wenn ich jetzt wirklich wertfrei schaue, wie ich mit meinem jetzigen blauen Ich, mit meinem Programm Bilder aufbaue, wie ich reagiere, wie ich bewerte, ohne das in irgendeiner Form zu bewerten, werde ich feststellen, dass ich zwangsläufig bei der Masse an Einzelteilen, die in mir auftauchen, an Reizauslösern, zwangsläufig im Hintergrund immer ein schön, hässlich oder gut oder böse mitschwingen habe. Und jetzt ist mein Will natürlich das Negative nicht haben, weil mein blindes Arschloch ist. Und jetzt kommt dieses Humbeln von der einen Seite zur anderen Seite. Wenn ich sage, wenn du krank bist, willst du gesund sein. Wenn das Wetter schlecht ist, willst du ein gutes Wetter haben. Wenn du hungrig bist, willst du satt sein. Du meinst dann, der Seelenheil liegt in dieser Seite und das stimmt nicht. Das wird immer wieder umkippen, weil du in einem chronologischen Denken bist. Und ich weiß, wenn man das jetzt das erste Mal hört, ist es extrem kompliziert und wirr. Wenn man es oft genug hört, wird es so logisch, dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, dass man vorher anders gedacht hat. Genau. Das ist die Verwandlung. Stimmt. Und jetzt ist es also so, dass ich sage, es geht nicht darum, dass du dir was schön denkst oder eine Einseitigkeit anstrebst. Gesund, nur gesund sein. Ich sage immer wieder, nur oben sein geht nicht, weil es gibt kein Oben ohne unten. Dieser schöne Satz, ich wiederhole ihn nochmal, ich will nur noch Berge haben, mit denen will ich nichts zu tun haben. Mir muss klar sein, das eine gibt es gar nicht ohne das andere. Und es gibt auch kein Einatmen ohne Ausatmen. Und das ist natürlich, wenn du zwanghaft chronologisch nur denken kannst, ich kann ja nur einatmen oder nur ausatmen, ich kann ja nicht beides gleichzeitig. Ich sage, du atmest jetzt ein und du atmest jetzt aus. Das ist, die Falle liegt im chronologischen Denken, dass du meinst, dass die Worte, die ich jetzt spreche, chronologisch nacheinander kommen. Und ich sage, wenn du die Transversale verstanden hast, schau doch einfach eine Buchseite an und dann wirst du sofort sehen, dass alle Worte in dem Moment, wo du die Seite anschaust, gleichzeitig da sind. Das ist der Schlüssel. Und wenn du jetzt aus diesen Worten, aus diesen Schriftzeichen Geräusche machst, wirst du feststellen, dass du jedes dieser Worte, die jetzt vor dir sind, wenn du die Seite anschaust, jedes dieser Worte jetzt ein Geräusch draus machst. Ich sage, wie geistlos ist einer, der glaubt, dass die zeitlich chronologisch nacheinander kommen? Es geht nicht. Es wird nichts in der Zukunft passieren. Trink in 2 Stunden ein Glas Wasser. Es geht nicht. Du wirst es jetzt trinken. Oder du denkst es jetzt, dass du es in der Zukunft tun wirst. Und du hast dir in der Vergangenheit nichts getan. Du hast es entweder jetzt getan oder du denkst dir, dass du das in der Vergangenheit getan hast. Das denkst du aber auch jetzt. Das ist der Schlüssel zum ewigen Hier und Jetzt. Und das ist der Schlüssel, der Weg in den Frieden, in das Zentrum.